So, liebe Esser und Mitesser, jetzt gilt es, wach zu werden. Mir gelingt das immer am besten mit Kaffee. Wenn es Ihnen auch so gehen sollte, dann machen Sie jetzt mit, wenn es heißt, wir kochen arabischen Kaffee. Also holen wir uns den Orient ins Schlafzimmer, in die Küche. Wir benötigen pro Tasse 2 Esslöffel fein gemahlenen Kaffee und einen Teelöffel Streuzucker. Bitte keinen Streusand verwenden, sondern Streuzucker. Wenn Sie also 2 Tassen Kaffee kochen möchten, benötigen Sie 4 Esslöffel Kaffee und 2 Teelöffel Zucker. Wenn Sie 150 Tassen Kaffee machen möchten, benötigen Sie 300 Esslöffel Kaffee und 150 Teelöffel Zucker. Egal wie viele Portionen Sie zubereiten möchten, Sie mischen zunächst den Kaffee mit dem Zucker, geben ihn in eine feuerfeste Form, sprich in einen Topf, und füllen ihn mit der gewünschten Menge Wasser auf. Wenn Sie also zum Beispiel 16,5 Tassen Kaffee erhalten möchten, füllen Sie 16,5 Tassen Wasser auf. Jetzt bringen Sie alles zum Kochen. Nachdem sich nun reichlich Schaum gebildet hat, nehmen Sie Ihre arabische Kostbarkeit vom Feuer und rühren den Schaum unter. Diesen Vorgang wiederholen Sie 3 bis 4 Mal, bevor Sie den Kaffee in Tassen geben und kurz vorm Genießen sind. Dabei sollte in jede Tasse ein wenig Schaum gelangen. So, ich koste das jetzt mal. Ach, ist das heiß! Ach, was bin ich bloß für ein Kamel!